Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute eine Reis-Gemüse-Bowl mit einem Zitronen-Tahini-Dressing. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit der Firma Reishunger entstanden. Reishunger ist ein junges Unternehmen aus Bremen und sie bieten neben vielen verschiedenen Reissorten eben auch Zubehör an, wie den digitalen Reiskocher. Mit diesem digitalen Reiskocher werden wir heute die Reis-Gemüse-Bowl kochen. Das heißt, wir werden den Reis darin zubereiten. Ich habe mich für einen Vollkorn-Basmati-Reis entschieden und eben auch das Gemüse darin dämpfen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Wir werden als erstes den Reis waschen und das machen wir hier in der Reiswaschschüssel. Ich habe mich hier für Vollkorn-Basmati-Reis entschieden und mitgeliefert wird eben auch hier so ein Cup. Wir werden hier für zwei Personen Reis kochen, das heißt, wir nehmen zwei Cups Reis. Dann werde ich hier einmal den Reis bedecken mit Wasser und dann einmal auswaschen, dass die Stärke einmal aus dem Reis geht. Und das Ganze mache ich dann noch einmal. Jetzt kommen wir auch schon zu dem digitalen Reiskocher von Reishunger. Ich habe diesen jetzt schon einmal eingeschaltet und ihr seht auf dieser Seite hier schon einmal verschiedene Modis. Hier eben ist es auch einmal aufgeführt und man kann jetzt mit der Taste Modus durch die verschiedenen Reismodis klicken, so dass der Reis eben auch perfekt gegart wird. Hier haben wir jetzt die Reismethode bzw. das Reismodi, das ist eben für allgemein Reis kochen. Aber um den Reis eben auch speziell gut hinzubekommen, gibt es dann noch die feineren Modis und da gehen wir jetzt einmal durch. Hier gibt es zum Beispiel noch die Taste Turbo, wenn man es eilig hat. Und in dem Modus Fein, was man wahrscheinlich auch am meisten nutzen wird, ist eben zum Beispiel hier kann man weißen Reis kochen, kann man dann auf die Feintaste gehen, da wählt man das einmal aus. Hier haben wir weißen Reis oder Vollkornreis, Sushi-Reis und hier unten könnt ihr dann auch noch sehen, dass man auch Quinoa da drin kochen kann, Getreide, Suppe, ihr könnt auch nur dämpfen oder wir können sogar einen Kuchen darin backen. Hier kann man dann einmal den Kocher öffnen. Und da drin befindet sich dann einmal der Reiskocher, also der Topf. Diesen kann man ganz einfach rausnehmen und waschen. Der ist von innen beschichtet. Und zu dem Kocher wird eben auch noch ein Dämpfeinsatz mitgeliefert. Das finde ich wirklich richtig klasse. Da kann man dann unten Reis kochen und hier oben drauf einfach einsetzen und zum Beispiel Fisch oder auch Gemüse gleich mitdämpfen. Und das werden wir heute auch machen und da zeige ich euch einmal genau, wie das funktioniert. Als erstes werden wir jetzt aber mit dem Reis weitermachen. Den gewaschenen Reis fülle ich jetzt einmal hier ein. Der Vollkorn-Basmati-Reis wird im Verhältnis 1 zu 2 gekocht. Das heißt, wir haben zwei Teile Reis und wir benötigen jetzt noch vier Teile Wasser. Zu dem Reis gebe ich jetzt auch noch Salz. Das Ganze rühre ich einmal um. Und dann schließe ich auch schon den Deckel. Den Vollkornreis werden wir hier jetzt einmal in dem Modus Fein garen. Vollkorn. Und dann seht ihr hier schon, dass dort die Taste Start blinkt. Da werde ich jetzt 2 Sekunden drauf drücken. Und schon startet auch schon der Kocher hier, um den Reis zu garen. Hier könnt ihr jetzt schon den Fortschrittsbalken sehen. Daran erkennt ihr, wie lange der Reis kocht. In der Anleitung findet ihr je nach Reissorte auch eine ungefähre Angabe der Kochzeit. Das richtet sich eben nach der Reismenge und auch wie viel Wasser verwendet wurde. Das erkennt der Reiskocher automatisch. Das heißt, ihr müsst euch jetzt um nichts kümmern und könnt euer Essen weiter vorbereiten. Und wenn der Reiskocher automatisch in die Warmhaltefunktion geht, das zeige ich euch dann gleich, dann ist der Reis auch fertig. Wir machen jetzt mit dem Gemüse weiter, welches in den Dämpfeinsatz kommt. Hier habe ich schon Brokkoliröschen geschnitten und gewaschen, also das ganze Gemüse. Hier habe ich Möhre und auch Zucchini und einen Schäler. Und da werde ich jetzt einmal die Möhre und auch die Zucchini einmal in Streifen schälen.
Hier habe ich jetzt den Dämpfeinsatz und da kann ich jetzt das Gemüse einmal verteilen. Und ich sollte immer darauf achten, dass eben die Dämpfschlitze auch noch frei bleiben, sodass das Gemüse auch gar wird. Der Reiskocher ist fleißig am Kochen und man sieht hier auch schon am Fortschrittsbalken, dass er dort am Ende ist. Ich werde jetzt die Klappe einmal öffnen und zwar ganz vorsichtig mit einem Geschirrhandtuch. Denn wie ihr seht, da kommt ganz viel Dampf raus. Und werde jetzt vorsichtig einmal den Dämpfeinsatz einsetzen. Und vorsichtig dann einmal wieder schließen. Und wie ihr seht, das läuft ganz normal weiter im Programm. Das Gemüse lasse ich da jetzt einmal für 15 Minuten drin. Wir machen jetzt einmal weiter mit dem Zitronen-Tahini-Dressing. Da haben wir hier als Hauptzutat 30 ml Tahini, das ist Sesampaste, einen Esslöffel Zitronensaft, den habe ich frisch gepresst, zwei Teelöffel Ahornsirup, Salz und Pfeffer, das nehmt ihr nach Geschmack, und eine Knoblauchzehe, die habe ich gerieben. Das kommt jetzt einmal alles dazu und dann verrühren wir das Ganze. Und das Dressing wäre so jetzt auch schon fertig. Der Reis ist jetzt fertig und da seht ihr auch, dass es automatisch in den Warmhaltemodus gegangen ist und jetzt auch schon 4 Minuten. Das heißt, wenn ihr mit eurem Essen zum Beispiel auch nicht fertig seid, dann bräucht ihr euch dann keinen Stress machen, denn der Reis bleibt einfach in der Zeit auch warm gehalten und hat eben trotzdem noch eine super Konsistenz. So, wir öffnen jetzt einmal vorsichtig den Deckel. Kann man den Reis noch einmal schön umrühren, hat eine richtig tolle Konsistenz und an dem Boden ist auch wirklich nichts verbrannt, da bleibt nichts kleben, das ist richtig toll. So, ich richte mir dann hier jetzt schon einmal den Reis an. Wir werden jetzt gemeinsam einmal die Bowl anrichten. Hier haben wir ja schon den Reis, hier habe ich das gedämpfte Gemüse, das Dressing, hier habe ich noch Radieschen, Cherrytomaten, Koriander und auch noch Mangoldblätter, die kann man ganz normal wie Salat behandeln, die muss man also nicht mitdämpfen. Da könnte man auch als Alternativ Spinat zum Beispiel nehmen, das schmeckt auch richtig lecker. Und das könnt ihr jetzt nach Lust und Laune einfach anrichten. Und oben drüber kann man auch noch ein bisschen Sesam streuen. Und fertig ist auch schon unsere Reis-Gemüse-Bowl. Die schmeckt wirklich richtig lecker. Ihr könnt sie immer wieder neu kreieren, da ihr einfach mit dem Gemüse ja variieren könnt. Das Dressing ist super frisch, das passt perfekt und auch wirklich immer zu allem. Von daher, dieses Dressing würde ich zu jeder Bowl empfehlen. Ja, ich bin super begeistert von dem digitalen Reiskocher, denn ich gehöre auch zu der Fraktion, ich esse sehr gern Reis, aber ich koche eben nicht gerne Reis im Kochtopf. Denn ja, man weiß, man muss die ganze Zeit dabei stehen bleiben, dann frage ich mich immer, habe ich jetzt genug Wasser drin, dann fülle ich wieder Wasser nach, dann muss ich immer umrühren, damit nichts festkleben bleibt und dann muss ich immer wieder abschmecken, ob der Reis auch gar ist und das Ganze hat man eben mit diesem Reiskocher nicht mehr, denn man füllt nur noch den Reis ein, den man vorher gewaschen hat, das Wasser und drückt quasi nur noch Start. Die verschiedenen Modis habt ihr ja, damit ihr eben auch noch die richtige, ja, das richtige Modell beziehungsweise den richtigen Modi auswählt, um euren Reis perfekt zu garen. Da sind ja die Kochzeiten eben hinterlegt, das sind Erfahrungswerte und ja, damit kann man einfach nichts falsch machen. Zusätzlich dieser Dämpfeinsatz ist auch noch super praktisch, damit man eben alles, was man zum Beispiel für meine Bowl auch braucht, mit einem Gerät machen kann. Ihr könnt auch noch Fisch darin garen, das Gemüse. Ihr könntet auch, wenn ihr zum Beispiel nur Gemüse dämpfen wollt, könnt ihr das auch darin machen. Und ihr könnt sogar in diesem Reiskocher Kuchen backen. Das finde ich auch mega cool. Das werde ich auch noch auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, es ist einfach auch eine Sache, die man dann gut mobil auch machen kann, wenn man zum Beispiel vielleicht mal campen geht, dann kann man diesen Reiskocher mitnehmen, hat man nicht immer nur perfekt gegarten Reis, sondern hat eben auch noch ein Gerät, womit man backen kann. Das finde ich wirklich sehr spannend.
Ja, das Gerät fährt übrigens auch nicht die ganze Zeit auf Vollgas, sondern es arbeitet mit einer 7-Phasen-Kochtechnologie. Das heißt, der Reis wird schon gegart, alle Nährstoffe bleiben eben erhalten. Und man hört es auch in dem Reiskocher, da blubbert es nicht die ganze Zeit, sondern manchmal ist er auch ganz leise und dann merkt man auch, er fährt erst langsam hoch, dann hat man eine Hitzephase, dann wird das Ganze wieder runtergefahren, der Reis wird warm gehalten. Also es ist wirklich sehr interessant und vor allem hat man das eben auch, dass jede Reissorte super wird. Auch vor allem Sushi-Reis ist auch nicht immer einfach herzustellen, das könnt ihr mit diesem Gerät super machen. Oder auch Quinoa habe ich schon darin gekocht und es funktioniert wirklich 1A. Und deswegen kann ich euch dieses Gerät sehr empfehlen. Alle Produkte, die ich hier verwendet habe, setze ich euch unten nochmal in die Infobox. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Und ich habe sogar einen Rabattcode für euch. Das heißt, ihr könnt mit meinem Code, den ich euch hier einblende, auch noch 10% sparen im Onlineshop von Reishunger. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und vielleicht findet ihr ja etwas Passendes für euch. Denn ich finde auch die Reissorten sind immer super lecker und man kann sie auch perfekt verschenken. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!